Auf der Queen Elizabeth Bridge manipuliert Coco noch einmal die Zeit. Steigt in irgendeinen Wagen auf der Gegenfahrbahn und hypnotisiert den Fahrer. Ihr nächstes Ziel ist Jordan's Wood. Um ein Leben zu retten, muss ein anderes erlöschen. Mitten im Wald führt Coco das Ritual durch. Sie zieht mit dem Uigurendolch einen magischen Kreis, zieht sich aus und lässt sich in seinem Inneren auf die Knie nieder und fleht die Mächte der Finsternis an, ihr beizustehen. Belial, Beelzebub.